Wie gestern Nacht die Bundesregierung bekannt gab, sollen die 4.500 deutschen Touristen, die in Israel festhängen, nun doch evakuiert werden. Dafür werden Lufthansa-Maschinen eingesetzt. Der erste Flug geht am Donnerstag. Das Ticket kostet 300 Euro. Ob es überhaupt klappt, schauen wir mal, wenn es soweit ist. Außerdem hat mein Kollege Marco Galina einen Bericht geschrieben, wie die Bundesregierung seit Jahrzehnten der Hamas Geld gibt. Dieses Geld ist so offensichtlich in den Terror geflossen. Wir hätten es wissen können, wir wussten es, wir wollten es nur nicht zugeben. Und zu allerletzt jetzt aus Deutschland ein Thema. Michael Ballweg hätte jetzt der Prozess gemacht werden sollen. Erst saß er 9 Monate in Haft, dann ist er ja freigekommen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft eine Verhandlung in der Hauptsache beantragt beim Landgericht. Das Landgericht hat gesagt, nichts der Staatsanwaltschaft, die Beweise sind zu dünn, das lassen wir nicht zu. Das ist eine echte Blamage für die Staatsanwaltschaft. Der Verteidiger von Michael Ballweg hat für uns einen Gastbeitrag auf der Seite verfasst. Alle Links sind in der Beschreibung und das war's für heute und bis morgen.